Du wünschst dir ebenmäßig aussehende Haut und möchtest wissen, wie man die am besten schminkt? Ich zeige dir heute mehrere Kombinationen, wie du entweder einen matten Look oder einen glowy Look mit sehr ebenmäßiger Haut kreieren kannst. Egal was für einen Hauttyp du hast, es ist immer möglich, einen wunderschönen, natürlich ebenmäßigen Look zu erzielen. Texturierte Haut zu haben, Unreinheiten, Pickel, Male, Rötungen, all das ist vollkommen normal und menschlich und das haben wir alle, damit seid ihr nicht alleine. Deswegen gibt es Make-up, deswegen gibt es tolle Produkte, mit denen man das ausgleichen und perfektionieren kann und ich zeige euch jetzt wie. Ich zum Beispiel habe große Poren, ich habe eine ölige Mischhaut mit trockenen Stellen trotzdem zwischendurch. Ich habe Pickelmale, weil ich lange Akne hatte, auch sehr extrem leider. Mittlerweile ist es besser geworden zum Glück. Ich habe auch immer mal wieder zyklusbedingt vereinzelte Unreinheiten. All das gehört zu mir, aber ich kann mir trotzdem eine wunderschön ebenmäßige Haut schminken mit den für mich passenden Produkten. Bevor wir zu der perfekten Kombination für ebenmäßige Haut für meinen speziellen Hauttyp kommen, zeige ich euch aber erstmal ein paar andere Kombinationen, denn jeder ist anders, jeder hat andere Hautbedürfnisse und dementsprechend muss man die Produkte auch anpassen. Wenn du trockene, matte Haut hast, die du zum Strahlen bringen möchtest und dabei wirklich wenig Produkte verwenden und wenig Aufwand haben möchtest, ist der Glowy Natural Look genau das Richtige für dich. Hier kannst du super den The Glowifier Illuminating Primer benutzen. Dieser Primer kann natürlich unter Foundation getragen werden, aber er sieht auch alleine getragen super schön aus auf der Haut. Er gibt der Haut einen wunderschönen Glow, aber auf eine ganz, ganz natürliche Art und Weise, sodass es aussieht, als würde es mehr so von innen kommendes Strahlen. Und was an diesem Primer auch wirklich, wirklich toll ist, ist, dass man ihn aufträgt. Und wenn man ihn eingearbeitet hat, hat er eine ganz, ganz sanfte, glatte Oberfläche gemacht. Also er hinterlässt keinen Film auf der Haut, wie das viele andere Primer dieser Art machen. Er zieht wirklich super schnell ein, der Effekt bleibt und man fühlt wirklich gar nichts auf der Haut. Es fühlt sich einfach nur glatt und samtig an. Damit habt ihr der Haut dann schon mal richtig schön viel Frische und Leben gegeben. Und wenn ihr dann noch irgendwie gezielt irgendwas abdecken möchtet, Rötungen, Unreinheiten und so weiter, könnt ihr einfach den Cover & Care Concealer dafür nehmen. Der hat wirklich einen super Applikator, um sehr gezielt zu arbeiten und Unreinheiten und so weiter abzudecken. Und der ist sehr, sehr pflegend, er ist schön leicht auf der Haut, deckt trotzdem super gut ab. Also ist die perfekte Mischung. Eine zweite Kombination für den Glowy Natural Look, mit dem ihr matte Haut zum Strahlen bringt, sind diese beiden Produkte. Einmal der One Step Skin Perfector. Das ist quasi ein 4-in-1 Produkt, weil er die Haut pflegt, natürlich auch vorbereitet auf Make-up, wenn man eine Foundation drüber tragen möchte, was man in diesem Fall aber gar nicht muss, weil er hat schon einen leichten Tint, also er ist getönt und er gleicht die Haut richtig schön natürlich aus und hat außerdem ein SPF von 20, das heißt, er schützt die Haut auch noch vor der Sonne. Der Skin Perfector ist neutral von der Farbe, wenn er rauskommt, aber er passt sich den Pigmenten der Haut an. Man muss ihn einfach gut einarbeiten, am besten mit den Fingern geht es tatsächlich am schnellsten und am einfachsten. Und ihr seht, er transformiert sich in die Farbe meiner Haut und hinterlässt einen super schön ebenmäßigen Teint. Sieht leicht glowy aus, auch super schön frisch und passt jetzt farblich perfekt. Und für eine extra Portion Glow könnt ihr darüber dann noch das Shake Fix Glow Spray geben. Das muss einmal gut geschüttelt werden, bevor man es aufträgt und es hat diesen schönen Glow-Effekt. Das sieht man richtig in der Packung. Und es riecht super lecker. So, wir kommen zur nächsten Kombination für einen strahlenden Teint mit natürlichem mattem Finish und das ist mein persönlicher Favorit. Funktioniert nämlich super für meinen Hauttyp. Hierfür nehme ich die Catrice New Drop Tinted Serum Foundation, eine meiner absoluten Favoriten. Die Foundation spendet Feuchtigkeit, weshalb kein Serum oder ähnliches darunter benötigt wird, was natürlich super für meine ölige Mischhaut ist. Sie hat außerdem Hyaluronsäure und Vitamin E mit drin, was sie natürlich super pflegend macht und übrigens sind alle Catrice Produkte mikroplastikpartikelfrei. Das könnt ihr hier zum Beispiel auf der New Drop Foundation auch nachlesen, hier ist es extra nochmal vermerkt. Mikroplastikpartikel sind winzige, feste Kunststoffteilchen, die unlöslich und nicht biologisch abbaubar sind. Damit sind sie natürlich sehr schlecht für die Umwelt und demnach auch für die Haut, aber waren in der Kosmetikbranche trotzdem sehr lange Zeit wirklich beliebt, weil man verschiedene Effekte damit erzielen konnte, zum Beispiel Fältchen kaschieren und die Haut mattieren. Aber wie gesagt, sind diese Mikroplastikpartikel in den Catrice-Produkten nicht enthalten und die können trotzdem eure Haut wunderschön ebenmäßig erscheinen lassen. Die New Drop Tinted Serum Foundation hat eine wirklich gute Deckkraft, das heißt, man kann sie wirklich wunderschön aufbauen, wenn man ein bisschen weniger möchte oder ein bisschen mehr Deckkraft, je nachdem, was man gerade braucht. Und sie sieht wirklich wunderschön aus auf der Haut, sehr strahlend, sehr ebenmäßig. Also auch ich mit meiner öligen Mischhaut kann diese Foundation wunderbar tragen und meine Haut sieht so richtig schön frisch und gesund damit aus. Ich trage die Foundation am liebsten mit einem Pinsel auf und arbeite sie wirklich schön gründlich ein. Die Deckkraft ist so gut, dass ich meistens nicht nacharbeiten muss, es sei denn, ich habe irgendwie so ein paar sehr penetrante Pickel oder sehr intensive Pickelmale, die ich ein bisschen mehr noch abdecken muss. Und auch dafür nehme ich dann den Cover & Care Concealer, der ist perfekt dafür geeignet. Besonders die Farbe 030N passt perfekt zu meinem Hautton und damit kann ich dann einfach noch mal ein kleines bisschen nacharbeiten, wenn ich es muss. Die Farbe 25C nehme ich super gerne als Concealer unter den Augen, weil sie einen ganz leichten Peachton mit drin hat und damit gleicht es sehr, sehr gut die bläulichen Schatten unter meinen Augen aus. Und auch unter den Augen sieht dieser Concealer wunderschön aus, er ist leicht und ebenmäßig und damit habe ich einfach die perfekte Grundlage. Also wenn ihr einen ähnlichen Hauttyp habt wie ich, ist das wirklich eine super Kombination für euch. Solltet ihr allerdings wirklich sehr, sehr ölige Haut haben, gibt es noch eine andere Kombination für euch.
Und zwar einmal das Catrice Hydro Supercharged Serum. Das macht man quasi einmal drunter, um die Hautbarriere zu schützen, sie mit Feuchtigkeit zu versorgen und eine schöne ebenmäßige Oberfläche zu bekommen. Aber eben mit so einem Serum, das zieht super schnell ein, liegt nicht auf der Haut, fettet nicht, ist also ideal für ölige Haut. Die Haut wird ganz glatt und ebenmäßig, fühlt sich aber wirklich schön mit Feuchtigkeit versorgt an und hat auch so einen leichten Grip. Das heißt, alles, was man drauf macht, haftet sehr, sehr gut. Und für ölige Haut ist die HD Matte Powder Foundation ideal. Die hält bis zu 18 Stunden und hat einen SPF 15, also schützt die Haut auch noch vor der Sonne. Die ist außerdem ideal für unterwegs, weil hier unten ist ein Schwamm drin und ein Spiegel. Die Powder Foundation ist sehr schön deckend, aber ihr könnt das Ganze natürlich für euch persönlich variieren, je nachdem, wie viel ihr davon auftragt. Sie hat ein wirklich komplett mattes, samtig weiches Finish und ist deswegen wirklich super geeignet für ölige Haut, die auch am Tag schnell nachölt. Also bei öliger Haut solltet ihr die auf jeden Fall immer in der Tasche haben. Für Mischhaut habe ich noch eine weitere Produktempfehlung, die ich absolut liebe. Wenn ihr meinen Kanal kennt, wisst ihr, dass ich die schon sehr, sehr oft verwendet habe und sie ein absoluter Staple in meiner Sammlung ist. Und das ist die HD Liquid Coverage Foundation. Die Foundation hat eine super Deckkraft, sie ist wasser- und schweißfest und hat außerdem Niacinamid mit drin, was super ist für die Haut und vor allem für Haut, die zu Unreinheiten neigt. Das ist eine Foundation, auf die man sich wirklich 100% verlassen kann, die den ganzen Tag hält und eben gerade, wenn eure Haut zu Öligkeit neigt, ist die ein absoluter Lifesaver. Da die Foundation so eine gute Deckkraft hat, trage ich sie am liebsten mit einem Pinsel auf und arbeite sie wirklich gründlich ein. Und man braucht weniger, als man denkt. Also 1-2 Tropfen reichen vollkommen, weil sie wirklich so gut deckt. Und unbedingt ausprobieren, wenn ihr diesen Hauttyp habt. Ich bin Make-up-Artist von Beruf und diese Foundation ist eine von denen, die ich in meinem Make-up-Kit habe. Ich hatte sie neulich mit auf einer Drehreise in Indien und Südafrika und habe die Moderatorin für eine Fernsehsendung damit geschminkt. Und sie hat so gut gehalten. Es war so easy damit über den Tag verteilt, selbst wenn es super heiß war. Und ja, absolute Empfehlung hier. Und übrigens, wenn ihr noch mehr über die Catrice Neutrop Tinted Serum Foundation erfahren wollt, gibt es noch ein sehr ausführliches Video dazu. Schaut euch das hier unbedingt an.